Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Ihr seht der Unimog Ausgabe 26. Wir beginnen mit der Vorderachse Teil 1. Wir kommen also eine Hälfte und ein paar Spurstangen. Dann wollen wir mal schauen. Jedenfalls klingen die Teile schon mal gut nach Metall. Wir werden sie uns näher anschauen, nachdem ich sie befreit habe. Lauft, ihr seid frei! Wir befreien die Teile aus der Tüte, um sie dann wieder anschließend zu versklaven. Also, das ist die eine Hälfte der Achse aus Metall. Das sieht gut aus, gefällt mir. Vor allen Dingen, dass die die aus Metall gemacht haben. Dann haben wir hier die Spurstange, die ist auch schön aus Metall. Und dieses hier sind irgendwelche Achsstreben, auch aus Metall. Hier haben wir noch ein zwar zwei Teile. Das ist das Ausgleichsgehäuse. Okay. Und das ist, was ist denn das? Spurhebel. Gut. Wunderbar. Wir haben auch HM, AM und AM-Schrauben. Aha. Gut. Lassen wir uns überraschen. Als erstes nehmen wir die Spurstange und dann müssen wir gucken. Wir haben hier dieses Teil, Ausrichtung achten heißt das. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Könnt ihr vielleicht etwas besser sehen. Da wird dieser jener so rum mit dem Huppel nach oben da drauf gesetzt. Dann brauchen wir eine HM-Schraube. Einen HM-Schrauben-Schraubenzieher. Und das Ganze kommt hier drauf. Das Problem ist jetzt, dass der Stift etwas kürzer ist. Das heißt, man muss gucken, es soll beweglich bleiben, aber darf nicht wackeln, dass man die Schraube nicht zu fest anzieht, aber auch nicht zu locker lässt. Jetzt nehmen wir die nächste. Ah. Jetzt sehe ich doch klarer. Die haben mir statt DM-Schrauben AM-Schrauben reingemacht. Das ist aber prinzipiell kein Problem, weil ich habe ja noch DM-Schrauben hier. Ich brauche jetzt als erstes hier eine. Und zwar wird die benötigt, um dieses Teil hier dran festzumachen. Ausrichtung mit hier dieser Kerbe. Da ist der Kerbel. So, einmal drin gedreht. Jetzt drehen wir das Ganze hier so rum. So, die 26C ist die kürzere.
einem Loch. Die kommt hier drauf und wird mit einer AM-Schraube befestigt. Das ist soweit fest, nicht zu fest. Da ist die nächste AM-Schraube. Kommt hier auf die andere Seite drin. Okay. Jetzt nehmen wir diese Seite und da kommt dieses Teil mit einer HM-Schraube. Die kurze Seite könnte die linke Seite sein. Oh, das wird dann wahrscheinlich irgendwie so laufen. Gut. Das ist der Unterteil der Vorderachse. Prima. Mal gucken, was dann so nächste Woche kommt. So. Gut, das war's. Nächste Woche kommt mit Ausgabe 27, wird die Vorderachse vervollständigt. Alles klar. Dann habt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es diesmal etwas kürzer war, nur die Hälfte von den letzten beiden Folgen. Aber manchmal ist es halt mehr, mal ist es halt weniger. Gut, dann habt vielen Dank. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr freuen. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss, euer Rick.